Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Heute teste ich für euch Command & Conquer Tiberium Alliances. Und wir sind ja schon direkt bei der Fraktionsauswahl. Da hatten wir einmal die GDI, die Global Defense Initiative. Kurz GDI ist eine weltweit operierende Militärorganisation der 8 führenden Industrienationen, die sich der Verteidigung der Erde gegen irdische und außerirdische Bedrohungen verschrieben hat. Und dann hätten wir einmal noch die NOT. Die Bruderschaft von Nod ist ein terroristischer Tiberium-Kult unter der Führung des geheimnisvollen Propheten Kane, der sich fanatisch der weltweiten Verbreitung des außerirdischen Kristalls verschrieben hat. Dann gäbe es in den normalen, auf der PC-Version hier, Tiberium Wars noch die Skrins, aber die gibt es ja wohl in der Browser-Version nicht. Dann wählen wir uns doch gleich mal, ich mag die GDI. Ich bin ja generell immer so ein einer, der für die Guten ist. Okay, hier hat man eine Startposition, hä? Irgendwo. Gehen wir hier hin. Was auch immer das heißt. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier überhaupt Sound an ist. Ja, normalerweise sollte Sound sein, sofern sich der Browser hier nicht aufhängt. Okay, da fängt schon mal an, die Seite zu laden. Und da haben wir gleich mal ein Tutorial. Willkommen bei. Da ist es. Willkommen bei CNC Tiberium Alliances. Nach dem Mutanten-Exodus im Jahr 2037 haben die besiegten Überlebenden der vergessenen tiberiumreichen Wüsten, die heute als vergessene Länder bekannt sind, zu neuer Stärke gefunden. Unter der Führung des mysteriösen und einflussreichen Arthurs macht sich die wilde Horde inzwischen die Macht des Tazidus nutzte. Mit Hilfe des umfassenden Wissens dieser Alien-Matrix wollen die Vergessenen ihren Einflussbereich ausweiten und die toxischen Tiberium-Kristalle in aller Welt verbreiten. Nun liegt es an ihnen, die Armeen der Menschen zu sammeln und den Tazidus zurückzuerobern. Fegel Commander. Alles Klärchen! So, hier haben wir schon mal eine Rohstoffproduktion starten, ist als Tutorial das erste. Das ist die Gebietsansicht. Hier sehen Sie neben Ihrem eigenen Recht die Gebiete, bla bla bla. Und wir sollen unsere Basis betreten. Das heißt, wenn wir einmal raufklicken, kommen wir zu unserer Basis. Und dann können wir gleich mal die erste Mission öffnen, wenn ich hier irgend da wahrscheinlich, oder was ist? Ja. Missionen erscheinen als Button am linken Bildschirmrand. Die jeweiligen Aufgaben sehen Sie nach einem Klick auf das Auge. Auge? Ach da! Okay. Öffnen Sie jetzt mit einem Klick auf den entsprechenden Button Ihrer ersten Mission. Drei Tiberium-Sammler bauen, 0 von 3. Um Rohstoffe für zusätzliche Gebäude zu erhalten, müssen Sie auf Tiberium-Feldern 3 Sammler bauen. Na gut, das kennt man ja schon alles. Anleitung anzeigen. Starten Sie die Rohstoffproduktion. Werden wir gleich mal einen Sammler auswählen. Select Location. Ich würde gerne das blaue Tiberium absammeln. Select Location. Und da muss ich mal ganz fix ein Stückchen leise machen. Ich kann das nämlich immer vorher ganz schlecht entscheiden, wie laut es ist, wenn da null Sounds sind. Aber wir haben jetzt 3 Tiberium-Sammler gebaut und bekommen 5 Tiberium als Belohnung. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt hier runterscrollen, aber ich sehe keine. Ah, doch, hier. Kostet das irgendwas? Kosten, keine Kosten, cool. Okay, neben Sammlern ein Silo bauen. Ein Silo erhöht ihre Rohstoffkapazität. Okay, also wer Tiberium CNC ja schon mal gespielt hat, also Command & Conquer 3 jedenfalls, habe ich schon mal gespielt, der weiß halt, was man. Ich muss das lesen und erklären gleichzeitig nach. Select Location. Der weiß halt, was man in etwa bauen muss, sollte, könnte, whatever. Ja, ein Silo erhöht halt die Kapazitäten, die maximalen. Und da kriegen wir gleich wieder 10 Tiberium bekommen. Und ihren Bau auf Stufe 2 erweitern. Was wahrscheinlich, wenn wir hier raufklicken. Gehe ich mal ganz stark davon aus und dann hier aufwerten. Okay, wir haben 10 bezahlt und bekommen 12 wieder, das heißt, wir haben einen Gewinn gemacht. 3 Kraftwerke in den Kristallfeldern bauen. Für die Aufwertung von Gebäuden und Einheiten brauchen sie Energie. Ja, das kennt auch jeder. Select Location. Der schon mal. Select Location. Oh mein Gott, ich bin gerade so verwirrt. Der schon mal Tiberium rausgespielt hat. Ja, bauen wir einfach noch irgendwo hin da. Kriegen wir 15 Dinger wieder. Wir haben bezahlt insgesamt 6 und bekommen 15 wieder. Sehr schön. Akkumulatoren im Kraftwerken bauen. Akkumulatoren erhöhen ihre Energiespeicherkapazität. Sichern Sie sich einen anhaltenden Energieproduktionsbonus, indem Sie neben Ihren Kraftwerken Akkumulatoren errichten. Select Location. Machen wir, können wir diese aufsetzen? Cannot deploy okay. Here. Select Location. Hat sich dann also geklärt. Kann man ja ganz fixes. Oh, wir haben keine Bauplätze mehr, so wie ich das hier sehe. Bauslot. Dieses Gebäude einer Basis belegt einen Bauslot. Das heißt, wir müssen jetzt die Gebäude auf Stufe 2 aufwerten. Okay. Kostet ja kaum was zum Glück. Upgrade complete. Upgrade complete.
Was haben wir sonst noch gemacht? Das Kraftwerk hier noch upgraden. Oh, warum nicht? Den Bauhof kann ich den noch upgraden. 15 kostet der. Mal mach ich mal lieber nicht. Mal über das Silo. Oh, jetzt kostet es Energie sogar. Ja. Ich glaube, ja, 500 pro Stunde liefert der hier. Heißt, die kann man noch upgraden. Alle Gebäude auf Stufe 2. Ach, immer auf Stufe 2. Mensch, müsste ich auch mal lesen können. Bauhof aufwerten. Jetzt kann ich eine Kommandozentrale bauen, obwohl ich das, weiß ich gar nicht, ob ich das bauen soll. Bauen wir einfach noch ein paar Kraftwerke. Bauen wir die hier unten hin. Select location. Oh mein Gott, es geht immer höher. Upgrade complete. Okay, aber 8 von 11. Ja. Was die gerade von mir wollen, ist mir recht schleierhaft. Jetzt habe ich 10 von 17 Slots, aber jetzt habe ich nichts mehr. Select location. Jetzt muss ich ja wieder 8 von... Nein, muss ich nicht. Okay. Also müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis wir wieder Tiberium bekommen. Sollte ja nicht schwer sein. Dauerhafte Produktion 237 pro Stunde. Heißt, wir müssten eigentlich gleich wieder ein neues bekommen. Da ist es schon wieder. Aufwerten. 9 von 12. Also kann ein paar kurze Sekündchen dauern. Können wir uns den Rest mal angucken, hier so nebenbei. Hier haben wir einmal die Rangliste. Ich bin wohl Platz 5420, so wie ich das sehe. Öffnen wir das einfach mal. Tada, da bin ich. Die GDI. GDI ist von mir, das ist not. Also ist alles getrennt. Rang 1 gucken wir mal an. Hat 10.000 Punkte. Ich bin hier, glaube ich, auf Server 28, so wie ich das sehe. 39, nee, 28 müsste das sein. Bin ich mir nicht so ganz sicher, aber die Server sind eh meistens schnell voll, denke ich mal. Deswegen sollte das eigentlich völlig egal sein. 101 von 100 Kommandopunkte. 10 globale Produktion pro Stunde. Nächster Kommandopunkt in 5 Minuten und 40 Sekunden. Für Angriffe werden Kommandopunkte benötigt. Diese regenerieren sich im Laufe der Zeit. Was haben wir hier? Klicken Sie, um die Kapazität all Ihrer Basen auf diesem Server zu erhöhen. Aha. Wenn ich das drücke, muss ich... Ah ja, diese speziellen Punkte wieder bezahlen. Kann man sich dann irgendwann mal kaufen, wenn man Lust hat. Ich aber eher nicht. Hinzufügen nicht möglich. Credits haben wir ja noch. Wann haben wir hier noch? Forschungspunkte. Werden für die Erforschung neuer Offensiv- und Defensiv-Einheiten und Gebäude sowie spezielle Technologien benötigt. Sie erhalten Forschungspunkte durch die Teilnahme an Kampfhandlungen. Und jetzt kommen wir wieder mal ein paar neues Zeug bauen hier. Select Location. Na, zum Kotzen. Ich muss also Silos bauen. Okay, was haben wir sonst noch? 0 von 0 Versorgungspunkte. Versorgungspunktkapazität auf dem nächsten Rang 150. Versorgungspunkte ermöglichen den Einsatz von Versorgungsobjekten. Je höher Ihr Titel ist, desto mehr Versorgungspunkte können Sie haben. Und das schon da werden Sie regeneriert. Gut. Hier haben wir 74 Energie, 75. Interessant. Ja. Bringt ganz schön viel Energie, muss ich sagen. Hier haben wir noch zwei maximale Anzahl Ressourcenpakete. Kann man irgendwie einlösen? I am not sure. Ach Mensch, ihr könnt ja vielleicht auch die Dinger abrufen. Okay, dann haben wir also jetzt genug Zeug, um ein paar Silos zu bauen. Ich check das nicht. Upgrade complete. Ich check das ganz ehrlich nicht. Kann man das aufwerten? Upgrade complete. Okay, das kann man also auch aufwerten. Upgrade complete. Upgrade complete. Müsste mal jemand sagen, dass man die Tiberium-Fälle auch aufwerten kann. Das wäre mal sehr hilfreich, aber okay. Select location. So, und aufwerten. Upgrade complete. Da fehlt noch eins. Ja, okay. Versuchen wir eine Raffinerie anzubauen. 14 vor 16. Ich check das System gerade nicht so ganz. Machen wir noch ein Silo hin. Ich baue gerade totale Müll, aber. Ist ja noch eine Stufe 1. Aber hier kann man sich mal so ein ganzes. Naja, hier, das könnte man noch aufwerten. 8 Dingensen. Na, dann haben wir es hier was abrufen. Eine Minute. Heißt, es dauert noch ein kurzes Weilchen. Und da habe ich so viel Tiberium verschwendet, das ist unglaublich. Aber ist ja egal. Ja. 20 Sekunden. Okay, was haben wir sonst noch? Die TA, die Tiberium Alliance ist Funds, whatever. Und die halt die Spezialwährung. Und ja,
Kann man sich halt kaufen, wenn man möchte. Oder halt nicht. Ja, aber Berichte, Offensivberichte, Defensivberichte und andere Berichte haben wir jetzt noch keine. Wir wurden noch nicht angegriffen. Heißt also, da ist auch noch nichts. Nachrichten, hier so generell Nachrichten, PMs, whatever, haben wir auch noch nichts bekommen. Wir sind eine arme Sau. Basis, oh, schöner. Schöner Name, da kann der RPGX1. Okay, ansonsten haben wir nichts, wir können jetzt erstmal ausbauen. Upgrade complete. Belohnung abrufen. Ihren Bau auf Stufe 3 auswerten, haben wir schon gemacht, sehr schön. Drei Sammler auf Kristall bauen. Drei Kristall-Sammler auf Stufe 3 aufwerten. Also, die sind schon mal auf Stufe 3, so wie ich das sehe. Sammler, Stufe 3. Kristall wird für die Rekrutierung und Aufwertung ihrer Defensiv- bzw. Offensiv-Einheiten benötigt. Bauen Sie drei Kristallsammler und werten Sie sie auf Stufe 3 aus. Select Location. Eventuell müssen wir so abwehren. Aufwerten meine ich. Upgrade complete. Auch nicht, sehr schön. Na gut, dann also keine. Ah, ich brauche freie Bauslots. So, Kristallsammler auf Stufe 3 aufwerten. Was gerade sehr merkwürdig ist. Da ich merkwürdigerweise irgendwie hier nichts, ja, upgraden kann. Also ich habe die jetzt schon auf Stufe 3 abgegradet, man sieht's ja hier. Aber, ja, nix. Gut, dann upgraden wir den ja auch nochmal. Upgrade complete. 0 von 3 Sammler gebaut, okay. Das ist aber auch sehr merkwürdig. Kristall, Dreisam auf Kristall bauen. Kann man da wieder abreißen irgendwie? Schauen wir mal rum. Hier können wir sicherlich Gebäude verkaufen. Ah ja. Deshalb anscheinend nichts bekommen. Moment. Anscheinend haben wir gar keine Verbindung mehr zum Server. Ist natürlich sehr ärgerlich. Aber was soll's, dann loggen wir uns mal kurz schnell neu ein. Ja, was hier gerade los war, weiß ich nicht, kann ich euch leider nicht erzählen, aber... Ich habe das richtig gemacht, anscheinend. Ja, mehr konnte ich dann ja nicht machen. Deswegen, ja, ganz kurz warten, schnell einloggen. Sollte allerdings nicht allzu lange dauern, hoffentlich. So, Welt 28 jetzt spielen. Ja, kann man sehen, Welt 28. Bla bla bla. Und da lädt es gleich mal, wenn es endlich mal... Okay, da lädt es. Zur Hälfte geladen. Ja, dann habe ich auch die Mission anscheinend abgeschlossen. Sofern ich mal wieder reinkomme. Browser abgestürzt. Aber ist normal. Es ist halt ein sehr speicherlastiges Spiel, muss ich sagen. Zwingt schon beim Firefox in die Knie. Aber was soll's. So. Theoretisch dürfte ich eigentlich diese Mission abgeschlossen haben. Praktisch sieht es allerdings immer ganz anders aus. Okay, upgraden wir das klingt gleich mal hier. Upgrade complete. Also, wir haben die Quest 3 Sammler auf Kristall bauen. Kristall und ja, das die Sammler hier. Bauen wir doch einfach mal ein. Select location. Da. Oh, blaues Siberium. Wuhu! Aha, okay, das ist also Kristall und das ist kein Kristall. Das ist sehr interessant, muss ich schon sagen. Da wollte ich aber gerade was verkaufen. Und zwar... ja, machen wir mal ein paar Silos weg hier. Structure sold. Und das Silo hier. Structure sold. So, wie kann ich wieder in den Baumodus gehen? Okay, mit rechts, nee, doch nicht. Reparieren, bewegen. Okay, mit einfach wieder draufklicken. Sind die auch wieder weg. So, Sammler. Select location. Upgraden. 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 Oh, jetzt ist noch. Es gibt blaue. Achso. Das ist also Tiberium, das ist Kristall. Mhm, okay. Schöner Unterschied. Kannte ich bis jetzt auch noch nicht. Halt, ich war halt noch verwöhnt vom normalen Spiel, dass es hier halt nur einmal Tiberium gibt. Und nicht mehrfach.
So, jetzt gibt es auch Kristall. Jetzt kann man sich die Belohnung abrufen hier. Und neben Kristallsammler ein Silo bauen und das Silo auf Stufe 3 aufwerten. Sieht gerade sehr schlecht aus. Haben wir ein bisschen... Kann man den Sammler hier abziehen? Ich glaube, grünes Tiberium haue ich jetzt genug. 436 pro Stunde. Ach ja, klar, ohne Silo bauen die natürlich nichts ab. Structure sold. Deswegen wird kurz das Ding verkauft und dann kann das Silo, hierhin gebaut werden. Und jetzt habe ich ja auch Einnahmen von 411 pro Stunde. Und wir können das Silo auf Stufe 3 erweitern, weil das hat nur 20 aktuelle Speichereinheiten. 40 und 300. Alles kein Problem. Alle Gebäude auf Stufe 3 aufwerten. Aha. Upgrade complete. Das mache ich doch mit Freuden. Upgrade complete. Tiberium haben wir ja keine Sorgen hier. Ne, das ist schon auf Stufe 3. Upgrade complete. Jetzt haben wir noch eine Stufe 3. Ach Mensch. Upgrade complete. Glückwunsch, Sie haben einen Rang erreicht, Gefreiter. Ja, okay. Lassen wir den Sound mal so ab und zu sehr laut, ab und zu leise. Und ich kann jetzt noch eins aufwerten, aber ich sehe ja keins mehr, was hier auf Stufe... Doch, hören. Ich bin blind. Okay. Kommandozentrale bauen, Kommando auf Stufe 3 aufwerten, habe ich schon gemacht. Alles wunderbar. Eine Fabrik bauen. Dafür brauchen wir allerdings einen höheren Bauhof. Okay, und da wird jetzt also etwas benötigt. 440. Die Fabrik würde 3 kosten und braucht einen freien Bauslot. Hm. Was ist denn das hier, was man bekommen würde? Belohnung 3 Stunden. Okay. Also in 7 Minuten und 19 Sekunden hätten wir eigentlich das Tiberium für die... für den Upgrade. Wie viel brauche ich dafür? 440? Hm. Ist natürlich ärgerlich, ne? Wenn ich das jetzt wegbauen würde, dann würde ich minus Energie haben. Ja, also bleibt irgendwie... Okay, wir kriegen auch immer wieder Tiberium hier durch. Das heißt, man kann sich da ganz gechillt zurücklehnen und noch ein paar Sekündchen warten. Gucken wir uns den Rest während der... Ja, während der Zeit gucken wir jetzt mal die Rest an. Sie wohnen jetzt befördert und sind jetzt Gefreiter. Heißt also, ich habe Stufe 2 erreicht und folgenden Rang erhalten, und zwar den Gefreiten um 21.18 Uhr und 2 Sekunden. Sehr schön, Kommentar zu fügen. Juhu! Okay. Was haben wir hier? Ach, hier ist eine globale Zeit, wa? Basis ist für Spielerangriffe geschützt. Ist vor Spielerangriffen geschützt, okay. Das heißt, mich kann keiner angreifen, ihr seid alle Noobs. Ich bin total safe, ihr könnt nichts gegen mich machen. Außer mich zu Tode langweilen. Alter, wie ich wenig Tiberium. Ist ja unglaublich. Okay, was haben wir sonst noch? Ja, kann man die Meldung wegmachen? Kann man die Kommentare wieder löschen? Ach Gottchen. Ja. Rangliste 4.970. Gerade war ich noch irgendwie mit 5.300, glaube. Haben wir uns schon ordentlich gebessert hier. Also kann man ziemlich schnell aufsteigen, so wie ich das sehe. So, wir haben hier eine Allianz. Also so wieder so ein Gruppenzusammenschluss, sehe ich mal. Ja. Probieren wir es einfach mal eins zu erstellen. DHRPGX. Wuhu! Name der Abkürzung existiert. Alter Schwede, was wollen die denn? Daku, so. What? Okay, dann lassen wir das jetzt, bevor ich hier ewig rumprobiere. Dauert das eine Weile. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Forschung. Infanterie, Standardeinheit, ideal für Kampf gegen andere Infanterie, Wächter, bla bla bla. Und da unten könnte man sich halt so ein Spezial... Ne, was ist das denn? Deaktiviert vorübergehend die Angriffe eines Gebäudes. Transportiert eine Infanterie zur feindlichen Basis. 90 Millionen Dollar und 180 Millionen... Forschungspunkte eventuell, denke ich mal. Ja, das sind hier die Forschungspunkte. So, hier haben wir Nachschub, haben wir noch. Okay, gar nichts gewählt derzeit. Und hier haben wir die Rangliste, die wir auch hier links überreichen könnten. So, was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir einmal ein Reparieren-Gebäude, ein Reparieren-Button. Okay, der braucht nichts. Das heißt, immer wenn man angegriffen wurde, kann man das Zeug reparieren. Ja, und dann hat es halt wieder die Effektivität, die ganz normale. Bewegen. Na, lassen wir mal lieber.
und aufwerten. Das heißt, man könnte so aufwerten oder halt nur über das Menü und hier aufwerten. Das ist halt für wen es leichter ist und macht halt das, was er möchte. Ansonsten, ja. 140 noch. 138. Ansonsten ist hier nicht mehr wirklich viel. Alle Rohstoffpakete einsammeln wird verfügbar, sobald ein MBF, eine mobile Basis. Ach Gott, ich hab's wieder vergessen. Schon lange her hier, das Ding ist MBF. Ach genau, mobile. Ne, mobiler Bauhof hieß das irgendwie früher. Paket verfügbar. Ich möchte Pakete haben. Maximale Anzahl Ressourcenpakete, ich weiß nicht, was das heißt. Gimme! Da ist ein Paket. Aber ich kann damit gerade nichts machen irgendwie. Ah doch, kann ich. Da wurde gerade etwas. Ja, hier haben wir einmal Luigi 1910-93-1 hier als Basis. Oh, wow, wow. Wartung erforderlich. Basis, Status vor Angriff und anderer Spieler geschützt bis 23.04. Das sind also noch 7 Tage. Das ist also wieder dieser 7-Tage-Noob-Schutz, den man von allen Spielen kennt. Dann haben wir hier noch eine Wartung erforderlich in 2.44, was auch immer das sein soll. Unterstützung kalibriert auf Darkhand der RPGX1. Und ansonsten nicht wirklich was Interessantes. So, jetzt ist zwar ein Paket verfügbar, ich weiß allerdings nicht, wie ich das benutzen soll. Ah ja, hier haben wir noch ein paar Reiterchen für Defensive, wo man was... Okay. Spielerschutz, Anfängerschutz, sie sind derzeit vor Angriff und Schutz, das heißt, bis auf Weiteres kann niemand ihre Basis attackieren, die Dauer des Schutzes wird mittig um oberen... Aha, okay, das ist der Schnubschutz. Ja, da kann man hier also ein paar Dinger hinbauen. Würde aber allerdings diese Verteidigungseinrichtung, Verteidigungszentrale voraussetzen. Und einmal eine Offensive, Angriffswelle 1, 2, 3, whatever. Kann man also auch was machen, hier so eine kleine Meldung, sie wurden befördert und sind gefreiter. Gehen wir mal zurück zu unserem Dörfchen hier. Na, reicht leider nicht. Nicht genug, um hier was zum Upgraden. 110 Energie, das kostet ja Wahnsinn. Aber wir können eigentlich mal ein Gebäudchen verkaufen. Structure sold. Dann können wir nämlich jetzt die Fabrik bauen. Müssten wir die Fabrik bauen? Ja, die Fabrik. Select location. Einfach mal hinbauen, damit ihr das seht hier so. Upgraden. Upgrade complete. Upgraden. Und dann haben wir die Mission erfüllt. Kriegen 10. Was sind das? 10. Tja, 10 Kristalle und 3 irgendwas. 3 Stunden. 2 Wächter rekrutieren. Wechseln Sie in die Armee, um sich um Einheiten zu rekrutieren. In der Armee können Sie Truppen rekrutieren. Das ist dann also die hier, die Offensive. Genau, hier sind 2 Wächter, die wir. Select location. Select location. Da hast du, bitte. Select location. Unit ready. So. Können wir also jetzt hier 20 Punkte? Was sind zum Beispiel 2 Ranglistenpunkte? Kann das sein? Ne, das sind die Kommandopunkte. Alle Einheiten Stufe 3 aufwerten. Ach, die kann man wirklich alles aufwerten, das ist schon geil. Upgrade complete. Upgrade complete. Okay, das ist nicht einfacher. 30, wieder 30 Kommandopunkte und vergessenes Lager angreifen. Wechseln Sie den Gebietsansicht, wählen Sie ein vergessenes Lager in Ihrem Territorium aus. Gebietsansicht müsste das hier sein. Da ist ein Lagerchen. Das können wir jetzt angreifen. Mit den beiden Wächtern, die wir hier haben. Und sobald es mal losgeht, ja. Zeigt sich schon. Was steht da? Schnelles Kurzstrecke Infanteriewerkzeug. Ja, können wir die nehmen. Ah ja. Wie auch immer ich hier angreifen kann. So, müssen sie strategisch anordnen. Ich ordne die strategisch an. Kommandopunkte. Okay. Okay. Not okay. Jetzt bin ich schon wieder zu weit. Überfordere mich nicht. Ich möchte mal hier runter wieder. Okay. Angriffskosten. Auf geht's. Ah, hab ich schon beendet. Nein, da fangen sie an. Da rollen die Dinger. Ihr sollt die Scheißdinger hier angreifen. Die rollen einfach zu mir durch, oder? Die Schweine. Ach nein, das ist gar nicht mein Lager. Hab ich schon gewundert.
Sieg. You are victorious. Ich bin erfolgreich gewesen. Schön. Zurück zur Basis. Belohnung abrufen. Mache ich gerne. Missionsziel erreicht. Okay, also ihr habt jetzt gesehen, wie man angreift. Ich habe es nicht so wirklich gecheckt, aber. Passiert! 3 Raffinerien bauen. Hier haben wir jetzt auch noch ein neues Ding bekommen. Zurück zu letzter Kampfplanung. Einfach mal alles überrollt. Okay. Das heißt, hier kann man angreifen. Hier mit dem Dings. Und meine Dinger werden jetzt wieder losrollen. Habe ich jetzt einfach nochmal gemacht. Um noch zu demonstrieren. Damit man sich das alles angucken kann. Da rechts sind zwei Infanterien. Die nichts machen. Dieses ganze Gestrüpp und sowas verlangsamt einen halt. Und ja. Die rollen jetzt bis zum Ende durch und sind schnell siegreich. Woo! You are victorious. Ist ja cool. Bekomme ich überhaupt irgendwas? Weiß ich gerade gar nicht. Rohstoffzusammenfassung, eigene Reparaturkosten. Es wurde keinen Schaden verursacht. Verteidiger. Irgendwas. Naja, gut. Dann sind wir jetzt also hier durch. Wenn ich hier irgendwie zurückkomme. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, nehmen wir uns das Zeug hier mit. Damit so aussieht, wir haben ganz viel. Und damit würde ich das letzte Test beenden. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Das Game hat schon auf jeden Fall was von normalen Command & Conquers. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Wer früher auch schon Fan der Reihe war, wird das lieben. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ihr viel Spaß mit dem Spiel haben werdet und verabschiede mich dann mal. Euer Dark Hunter RPGX, bis zum nächsten Mal. Haut da rein.